Die Mini würde ich irgendwo setzen, wenn jetzt so ein Hutträger kommt. Vielleicht hier in den drei mittleren Bahnen irgendwie. Ah, perfekt. Dann setzen wir hier mal eine Mine rein. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis die soweit fertig ist. Stand ja da. Bis sie funktionsfähig ist oder so ähnlich, dauert das immer ein bisschen. Gut, wenn jetzt hier vom Event nur so festgelegt ist, dass nur er kommen darf und dann eine gewisse Zeit lang nichts, dann haben wir jetzt hier erstmal natürlich nichts zu tun, bis er da drauf tritt, aber ja, macht ja nichts. Ah, da kommt schon der Erste und hier brauchen wir direkt eine Walnuss. Und da gab es einen Erfolg, dass es den anderen weggesprengt hat. Ja, der Zombie mit seinem hier Sprungstab, der muss einmal über die Nuss drüber springen, damit kann man ausbremsen, aber ich glaube, der hält sogar noch halbwegs viel aus danach immer, ne? Ah ja, zumindest für die Erbsenkanone ist das fast ein bisschen viel. Jetzt habe ich hier, jetzt kriege ich ja rechtzeitig wahrscheinlich keine Nuss zusammen, aber wir können noch weit genug weg sein. Schauen wir mal. Ah, er hat schon einen Arm verloren, da kann es immer so lange dauern, vielleicht. Weil er auch immer die erste Pflanze überspringen kann. Das war knapp. Vielleicht haben wir hier eine Kartoffelkanone hingesetzt. Quatsch. Eine Kartoffelmine. Die Kanone war die Erbse. Ich möchte nur die Nuss nicht auf Verdacht setzen, weil es dauert immer ziemlich lange, bis die sich wieder... Jetzt kommt der natürlich an der gleichen Stelle. Also es dauert ja, wie man gesehen hat, schon ein ordentliches Stück, bis man da wieder das Ding einsetzen kann. Aber auf der anderen Seite, komm, weißt du was, wir stellen es einfach mal dahin. Vielleicht funktioniert's. So, und überall, wo ich keine habe, baue ich jetzt erstmal noch eine dritte Kanone hin. Sprich hier schon mal. Und unsere Bombe haben wir ja auch noch, also alles entspannt. Als wir das da oben wissen, okay. Da kam sie an der Nuss nicht vorbei und... Die nächste Pflanze. Das müsste doch die. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber. Die Hagelzuckererbse. Natürlich. Aber viel wichtiger, der Effekt. Verschießt gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Vor allem aufhalten finde ich sehr, sehr gut. Nochmal das gleiche Klientel, so wie es ausschaut. Ein paar Sonnen zu mir, das wäre wunderbar. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Gleich die nächste Grinseblume dahingesetzt. So, jetzt sehe ich was anders ist, wahlweise neu. Wir haben das erste Mal zwei Wellen. Das könnte tatsächlich interessant werden, aber ich glaube mit der... Ach, ich hätte ihn vielleicht eins vorsetzen können. Naja, ist nicht so tragisch. Mit der neuen hier Erbse soll das auf jeden Fall funktionieren. Jetzt kommen sie auch gleich direkt da oben. Das ist aber okay. Und da geht der erste schon zugrunde. Setzen wir hier mal gleich noch eine kleine Kanone hin. Jetzt hatte ich gerade so einen dämlichen Satz, für den ich mich wieder im Schnitt selber geschämt hätte, aber ich habe ihn wieder komplett vergessen. Aber ich glaube, das ist für alle Beteiligten einfach besser so. Das war, ich meine, es war nichts Sinnvolles auf jeden Fall. Vielleicht echt besser, dass ich es vergessen habe. Heieieiei. Aber auch hier, die können uns nichts. Da kommt bisher noch niemand durch. Das ist ganz angenehm. Vielleicht schon mal auf Verdacht irgendwo Dinger setzen. Die Nüsse. Ach, weißt du was, wir fangen da oben einfach mal an. Ist vielleicht taktisch nicht ganz sinnvoll, wenn gleich einer mit hier diesem Sprungding um die Ecke kommt. Aber notfalls müsste man dann halt schnell improvisieren und irgendwo so eine Verlangsamungserbse noch hinstellen. Bis jetzt sehe ich aber... Oh, lala, deswegen sehe ich auch noch niemanden. Warte mal. Das habe ich ganz vergessen. Machen wir es mal so. Den habe ich jetzt ganz übersehen. Ich dachte, der war eine Reihe weiter unten. Siehst du, und so fange ich Fehler schon an. Ah, vielleicht reicht's. Das ist mir unangenehm. Dann müssen wir hier mal
Nur für ein Zombie, das war gerade fast ein bisschen unnötig. Aber ist ja fast in die Hose gegangen. Hier haben wir noch einen zweiten hin. So, und einmal nicht richtig hingeguckt, da passieren natürlich Fehler, ne? Das ist dann natürlich immer sehr unangenehm. Also, bis jetzt geht's, aber wenn die da natürlich einmal durchbrechen. Die Nuss hält's aus, wunderbar. Aber das könnte man vielleicht trotzdem schon mal sagen, was ich eigentlich meinte. Und zwar, wenn die Nuss Schaden erlitten hat, dann schau die so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob wir es hier noch sehen werden, aber ich sag's einfach mal. Schau die quasi so ein bisschen angeknabbert aus und dann guckt die erst so ein bisschen traurig. Und danach, wenn sie noch mehr angeknabbert worden ist, guckt sie noch mehr traurig. Und das, muss ich zugeben, macht mich dann auch traurig, wenn ich sehe. Das ist, ist nicht schön. Weil ich meine, die steht ja einfach nur da. Die ist ja einfach nur da und wird quasi angegangen von den Zombies. Ne? Die kann ja am wenigsten dafür. Muss man ja einfach mal so festhalten. Und wehren kann sie sich auch nicht. Das ist ja noch was anderes. Die Erbsenkanone kann wenigstens schießen oder die Kirsche in die Luft fliegen. Aber die Nüsse vorne, die stehen halt leider einfach nur da. Ich sehe keinen mit dem Sprungstab. Machen wir das mal so. Da kommen ziemlich viele. Ah, ich sehe keinen mit dem Sprungstab und schon kommt der erste. Das ist aber okay, der wird verlangsamt. Da haben wir gleich noch mehr Feuer quasi hinten dran. Ja, ich muss sagen, das ging jetzt tatsächlich. Ich würde sagen, oben nochmal eine blaue Verlangsamungserbse hin, dann steht schon mal so ein bisschen Verteidigung hier rum. Aber es sieht schon langsam an, muss ich sagen. Es ist mehr los. Wir kriegen mehr Waffen, sage ich mal, mehr Verteidigungsmöglichkeiten. Und die kriegen natürlich auch in dem Sinn mehr Angriffsmöglichkeiten. So, und den Rest würde ich sagen, knallen wir jetzt einfach noch mit den normalen Erbsenkanonen zu und halt noch mit ein, zwei Nüssen. Da wollen sie es gleich wieder probieren, aber nicht mit uns. Genau, er springt über die Nuss. Aber dadurch, dass er so verlangsamt ist, soll er denn nicht wirklich weit kommen. Wunderbar. Vielleicht mal hier investieren. Dann haben wir hier auch 4 von 5 Nüssen aufgestellt. Da wird wieder geknabbert, aber zum Glück ist er verlangsamt, das heißt nicht zu viel Schaden. Ich weiß gar nicht, wie viel genau. Ich glaube 50% vielleicht weniger. Also die wirken nur noch halb so schnell. Aber vielleicht täuscht es auch. Könnte auch ein bisschen mehr sein. Ich höre bloß überall dieses Knistergeräusch, weil irgendjemand eingefroren ist, was ich natürlich sehr, sehr begrüße. Und hier machen wir erstmal dicht, so kommt keiner mehr durch. Und hier vorne habe ich jetzt einfach mal noch eine Reihe Platz gelassen, um vielleicht noch ein paar Bomben oder sowas zu setzen. Da gibt es nachher noch so viele schöne Sachen, das ist der Wahnsinn. Da können wir auf jeden Fall nochmal sehr viele Möglichkeiten anwenden. So, sprengen wir erstmal hier ein richtiges Loch in die gegnerischen Gegner. Nein, ein Loch in die Gegner rein, sagen wir so. Und da fallen die letzten, wie die fliegen, kommt jetzt noch einen drauf. Und der, dieser Schnapper, ich weiß es nicht. Aber doch, der ist ab und zu auch ganz witzig. Hä, es passt sogar. Was ist denn hier los? Verschlingt einen Zombie, ist aber während des Kauens hilflos. Ah, schade. Ach, weil jetzt die Eimer-Leute mitkommen. Natürlich, macht Sinn. Ja, man kann sich schon mutmaßen. Der mit dem Eimer natürlich nochmal ein Stück mehr aus, ein ordentliches Stück als der mit dem Helm im Vergleich zu dem, ja, ohne alles, Zombie. Pylonen-Zombie und Eimer-Zombie. Ja, wunderbar. Wir nehmen dich mit und dich. Wobei, die kann man auch durch die Mine, ne? Ich kann aber jetzt nicht alles mitnehmen. Warte mal, wie ist denn das? Weil ich habe noch, genau, ich habe jetzt noch 3 Plätze, die konnte man irgendwann auch erweitern. Boah, schwer zu sagen, ne? Wir könnten vielleicht ihn weglassen. Weißt du was? Wir lassen jetzt mal, weil wir haben keinen Sprung-Zombie, der hier irgendwie uns ausbremsen oder dem ausbremsen müssten. Wir nehmen einfach mal die 3 noch mit.
Ja, machen wir das so. Die, wo man immer setzen muss, die dann sofort losgehen, machen wir ganz nach rechts. Probieren wir es so mal. Es könnte funktionieren. Ach so, da war noch was, was ich eigentlich schon, wenn ich so auf die Uhr gucke, in der ersten Folge erzählen wollte. In dem Sinne kann ich ja mal nebenbei sagen, willkommen zurück zur zweiten Folge, wo wir auch schon wieder, glaube ich, mittendrin sind. Aber das Spiel, meine ich, müsste 2008, 2009 so in dem Dreh rausgekommen sein. Es gibt mittlerweile doch Fortsetzungen. Aber, und da kommt das ganz große Aber, also ein paar Fortsetzungen gibt es, so eine eigene Reihe, auch in diesem Pflanzen gegen Zombies-Universum, sage ich jetzt einfach mal. Das ist mehr so wie ein Shooter aufgezogen, schaut ganz lustig aus, ist jetzt aber nicht unbedingt meins. Pflanzen gegen Zombies 2 oder Plants vs. Zombies 2 gibt es nur, soweit ich das verstanden und bisher auch gesehen habe, nur fürs Handy weiterhin, und irgendwie sind da auch, es sind In-App-Käufe dabei. Ob jetzt In-App-Käufe Pay-to-Win heißt oder einfach nur optische Sachen, keine Ahnung. Ich gehe aber mal davon aus, dass bei so einem Spiel, wo so viel hin und her gewuselt wird, nicht unbedingt viel in optische Items investieren wird. Also kann man da wahrscheinlich schon eher von einem Pay-to-Win ausgehen. Und Pflanze gegen Zombies 3, ja, was auch wieder so Tower-Defense-mäßig ist, ist angeblich irgendwie in der Entwicklung, wenn man es so sagen kann. Aber da sind sie quasi noch mehr oder weniger am Anfang. Da weiß ich aber auch nicht, kommt es nur fürs Handy raus? Kriegen die PC-Leute auch was außer diese Shooter? Wäre mal ganz interessant zu wissen, würde ich sagen. Aber Stand jetzt meine ich, dass es da noch nichts Neues weiter gibt. Aber egal, dann nehmen wir halt den ersten Teil. Das sind wir hier ganz entspannt ein bisschen unterwegs. Ah, passend dazu fliegt oben irgendwas am Bildschirmrand in die Luft. Vielleicht mal hier nochmal aufgebaut. Also ich, doch, ich habe irgendwo, ich glaube sogar auf YouTube, was hier gesehen vom zweiten Teil. Aber das gefühlt sah sehr überladen aus und war halt irgendwie alles über Handy aufgenommen. Doch. Ich meine, da war irgendwas, aber was? Die Pflanze hat jetzt einmal gefuttert und der Balken ist so weit nach vorne gegangen. Okay, alles klar. Pass mal auf, da machen wir so und so und so. Erstmal wieder schön investiert. Aber die Verteidigung steht. Die Ressourcenproduktion steht. So muss das sein, so will ich das sehen. Man sollte vielleicht bei der Aufnahme nicht unbedingt sein Mikro hauen. Das war jetzt auch nicht ganz so smart. So, ich soll auf jeden Fall wieder da sein. Achso, und halt die ganze Sonne. Stopp, bleibt alle hier. Und da schnappt die Pflanze wieder zu. Ich möchte die mal noch absichern, sicherheitshalber, falls da gleich noch jemand anders kommt. Wir haben noch die Bombe auf Reserve. Ich meine, das müsste relativ jetzt sicher für uns sein. Da können wir nochmal eine setzen. Okay, er hier. Das ist mir aber Schnurz. Da kommt einer mit dem Eimer. Schauen wir mal, wer zuerst von den beiden kaputt geht. Eventuell genau der ohne Eimer. Das ist gut. Dann kann ich nämlich den gleich daneben setzen. Weil weiß er dahinter. Ullala, da ist viel los. Der ist weg und der nascht ein bisschen an der Pflanze, aber ja, eine kleine Kratzwunde, nichts weiter, alles entspannt. Und die Doppelerbse, nein, da weiß ich echt nicht mehr, wie sie heißt. Also wusste ich bei den anderen auch nicht, aber es klang gerade so, als würde ich es wissen. Ach, ist egal, ich glaube, man weiß, was ich meine. Duplinator, hieß der wirklich so? Ich dachte, der heißt anders, aber ja, schießt zwei Pflanzen auf einmal, natürlich doppelt so teuer, aber braucht er dann nur einen Platz. Natürlich wieder was anderes. Problem ist natürlich, wenn ich hergehe und sage, ich baue am Anfang immer 2-3 Sonnenblumen, dann kriege ich ja ziemlich schnell meine 100 für die Erbsenkanone zusammen. Aber das ist ja was anderes wie 200 für den Duplinator. Das heißt, wir müssten eigentlich beide mitnehmen, was natürlich ein weiterer wertvoller Platz ist. Er war ganz lustig, aber ich würde ehrlich sagen, wir machen das anders. Und zwar
machen wir das so, weil dann können wir mit der Nuss alles ausbremsen. Hier mit der Kirschbombe, falls irgendwas durchbricht, die Zombies wieder zurückbomben und genau, irgendwann halt die Erbsenkanonen durch die Dublinatoren oder durch die Dublinators, wie auch immer, einfach austauschen. Doch, ich würde sagen, es macht so macht das Sinn. Klar, ich meine, er ist natürlich sehr günstig, ne? Mit dem einen oder anderen Eimer-Zombie, wenn der alleine kommt, ist man da natürlich auch gut dabei. Egal, muss so funktionieren. Wäre nett, können wir es ja nochmal probieren, alles gut. Und natürlich muss man auch sagen, die Spielabwechslung ist ja trotzdem auch gegeben, wenn alle 5 Level quasi so ein ja, besonderes Level kommt, wenn man so möchte. Deswegen habe ich gerade unauffällig mal in die rechte untere Ecke geschielt. Wir sind schon bei Level 9. Und Level 5 war ja zum Beispiel das Nussbowling. Jetzt habe ich den Endfunksatz wieder vergessen. Weil weiß er das weitergehen, was ich sagen wollte. Ne, das heißt genau, im nächsten Level kriegen wir auch wieder irgendwas Bonusmäßiges, was von dem normalen Spielstil, sage ich mal, abweicht. Oder von der normalen Spielmechanik eher. Spielstil liegt ja eher bei mir und da würde ich schon sagen, schon eher grottig, aber okay. Bis jetzt würde ich mir aber trotzdem sehr stolz ein, hat sich stets bemüht ausstellen. Ja, was das jetzt heißt, müssen wir, glaube ich, nicht erörtern, aber okay, lassen wir das einfach mal so unkommentiert im Raum stehen. Und ich sehe es gerade, Level 9 hat auch wieder 2 Wellen. Ich halte mir hier gleich mal auf. Also die erste ohne Helm, die sind immer sehr entspannt, sehr, wie soll ich sagen, fast schon zu lächerlich eigentlich. Und hier geht's los, aber das Problem kriegen wir unten gelöst. Und zwar, wenn ich... Ne, ich will es andersrum machen. Machen wir das so. Der wird jetzt erstmal ordentlich verlangsamt. Ich meine, wir hätten auch vorher noch eine Dings ziehen können, eine Nuss. Aber warten wir mal ab. Hier für dich. Und kommt, gib mir Licht. Vielen Dank. Ah, für den da oben brauche ich jetzt, glaube ich, mal eine Bombe. Da habe ich jetzt soweit nicht... Ah, ne, da habe ich jetzt zu lange gewartet. Da hätte ich vielleicht doch vorher gleich eine Nuss setzen müssen. Egal, machen wir das so. Der ist weg. Das hat auch noch funktioniert. Kriegen wir denn jetzt noch genug zusammen für so eine Kühlererbse? Ich meine schon. Hier nochmal Sonnenlicht, das von oben runterfällt, direkt da reinsetzen. Ich setze mal gleich mal dahin, also ausgebremst. Machen wir jetzt mal diesen Shit, auch wenn ich nach wie vor kein Fan davon bin, wenn meine armen Walnüsse da unten angeknabbert werden. Weil sie ganz vorne drin angeknabbert werden. Aber jetzt müssen wir erstmal hier genug Pflanzen noch setzen. Weil wir sehen noch Sonnenblumen. Denn ohne genug Sonne wird das hier nichts, du. Da oben haben wir natürlich keine der Verteidigung stehen. Ach Mist, ich wollte eigentlich hier das Verlangsamungsding setzen. Na, wo ist er? Eine Sonne nur noch. Vielen Dank. Ne, jetzt schaut schon besser aus. Dann können wir hier noch so einen hinstellen. Ah, der wird jetzt ein bisschen unsere Verteidigung rankommen, aber das ist okay. Noch kann man das alles irgendwie ausbremsen. Und ich würde sagen, wir haben genug Sonnen gepflanzt. Jetzt brauche ich erstmal hier Verlangsamungssachen. Und der Cooldown von der Nuss ist auch gleich wieder rum. Das heißt, wir können direkt eigentlich gleich wieder eine setzen. Der Fahnenträger direkt weg. Setzen wir das mal hinterher. So, ich würde fast sagen, wir können jetzt doch erstmal sparen. Auf die Nüsse und auf die Dublinatoren. Schade, haben wir doch sogar schon welche. Gleich mal hier hin.
Schaut hier ein bisschen aggressiver aus als die kleine freundliche Erbsenkanone.